Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind wieder ein bisschen hierhin geritten. Ja, habe ich jetzt mal einfach so gemacht. Ich wollte mir eigentlich ein neues Pferd holen, aber die laufen gerade alle weg. Nein! Nein, ich will doch ein neues Pferd. Bleib da. Ich will das mit den blonden Haaren. Da, dieses braune. Okay, du jetzt. Du bist besser, oder? Oh, Tätscheln. Tätscheln! Nein! Nein! Hörst du jetzt auf, da den zu verscheuchen, Mann? Nein, hör doch auf, wegzulaufen jetzt! Okay. Nein, du da hinten. Nein. Nein! 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 Es wird schon. Wehe, das läuft jetzt einfach wieder los. Okay. Ich muss noch langsamer schleichen, offenbar. Jetzt! Tätscheln. Okay, tätscheln. Ja! Das war ganz schön knapp. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir gucken richtig. Komm, lauf, mein neuer Schatz. Ja, du bist super. Du bist ganz toll. Mal ganz, ganz langsam hier, gell? Ja, bist du fein. Bist du ein braves Pferdchen. So. Bei Fred ist okay. Aber wir wollen hier mit was Schickem los. Ja, bist du süß, gell? Gut. Hi! Ja, ich will das registrieren, bitte. Sehr gerne. Bitte überprüfe. Ja. Oh. Ah, es hat nicht viel Stärke, aber viel Ausdauer und gutes, ungestümes Temperament. Ja. Wie nennen wir es denn? Es hat, es ist ungestüm. Die Landau. Das ist ein schöner Name. Benutze ich häufig für Dinge. Ja, bitte. Oh. Ja, perfektes Pferdchen. Thank you. Ja, bitte. Ah. Super. Es ist hübsch, gell? Es ist schon hübsch. Konnte man nicht auch irgendwo dann bessere Sattel und so holen? Ich weiß gar nicht. Ging das hier irgendwo? Ging das bei Dio? Oh nein. Okay, bis du ein wildes Pferd gezähmt hast, ist es ein wilder Ritt, aber wenn du es schaffst, eröffnet sich dir eine neue Welt. Das kannst du mir ruhig glauben. Ich bin schließlich hier der zweitbeste Pferdezähmer. Der zweitbeste? Du glaubst mir nicht? Na gut. Dann versuch doch den Rekord von Fusaren, dem zweitbesten Pferdezähmer, zu brechen. Okay. Das wollte ich hören. Es gibt nur eine Regel. Bring innerhalb des Zeitlimits ein Wildpferd hierher. Hier in der Gegend gibt es jede Menge Wildpferde. Schnapp dir einfach irgendeins davon. Meine Bestzeit liegt bei 2 Minuten, also musst du innerhalb dieser Zeit mit einem Pferd zurückkommen. Los geht's. Okay. Auf. Auf. Schnell. Ich meine, das ist ja ist auf jeden Fall machbar. Geh weg, du Bock. Geh weg. Guck mal, wir nehmen uns hier das Blonde. Die Gescheckten sind bestimmt nicht so... so krass. Das Schwarze ist bestimmt schwer, oder? Ich glaube schon. Wir wollen das da haben. Ich glaube, da gab es Unterschiede zwischen rein, also von der Farbe komplett Dingsen und gescheckten Pferden, you know. Komm schon. Es läuft nicht so viel. Wir schaffen es. Oh, steig auf jetzt! Okay, sehr gut. Ich wusste es.
Ja, das kriegen wir hin. Guck mal, wir haben noch eine ganze Minute. So, ein bisschen schneller. Haben wir es geschafft. Unglaublich! Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass du die 2 Minuten so einfach unterbietest. Ich habe zwar beim Pferdezähmen den 2. Platz belegt, aber das war nur gegen meinen Bruder, der Vorletzter war. Wie dem auch sei, hier ist es jedenfalls dein Preis für den Sieg beim 2. offiziellen Pferdezähmwettbewerb. Sehr cool. Tja, sieht so aus, als hätte die Welt einiges mehr an Herausforderungen zu bieten. So, du kommst weg. Was ist jetzt eigentlich mit den beiden? Kann ich da jetzt noch irgendwas machen? Ja. Entschuldige, mein Bruder redet manchmal einen Blödsinn zusammen. Vergiss es am besten einfach. Ja, ihr habt doch da geredet. Ja, sag doch mal bitte. Oh, ihr sagt es mir jetzt? Nee, das habt ihr mir schon gesagt. Okay, warte, wir geben denen das jetzt, oder? Ja, ja, komm. Ja, 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 ja. Ist okay, wir haben genug. Genau. Bruder, das ist so viel einfacher, als selbst danach zu suchen. Am Quell des Flusses, den die junge Brücke überspannt, steigt der weiße Himmelsdrache in die schwarze Nacht. Ramda hat die Lage des Schatzes in diesem Rätsel verschlüsselt. Das hat mir der Cousin eines Nachfahren von einem aus Ramdas Bande erzählt, also eine astreine Quelle. Aber hallo, was immer du für Leute kennst, das ist eben mein Bruder. Okay. Das war aber doch da hinten, ne? Von den Schatzjägern. Am Quell des Flusses, den die junge Brücke überspannt, steigt der weiße Himmelsdrache in die schwarze Nacht. Wisst ihr was? Das ist doch bestimmt... Nee, nee. Bitte lass mich. Bitte lass mich. Bitte lass mich. Aufsteigen. So. Das war da hinten. So, dich nehmen wir mit. Ich freue mich schon richtig auf den Wald von denen. Das war, glaube ich, ganz witzig gemacht. Mit so einem dichten Nebel oder so. Kommen wir da hoch, wenn wir da hochgehen. So. Ich hoffe, wir haben das jetzt so richtig in Erinnerung. So, nochmal kurz warten. Und weiter. Oh, oh. Doch, das ist easy. Gar kein Problem für Link. Hier gibt es so viele Schleichlinge. So, wir nehmen die in die Hand, legen die ab. Machen das auf. Und finden einen Schatz. Boah, die ist jetzt nicht so prickelnd. Sehr gut. Ich hoffe, dass es... Ja, okay, wir haben es geschafft. Müssen wir denen davon noch erzählen, dass wir das geschafft haben? Ich weiß es gar nicht. Sehr gut. Grillgeflügel. Oh, sehr gut. Essen finden ist das Beste. Da geht's noch weiter. Oh. Das ist viel Geld, was wir hier finden, oder? Ein Leuchtstein. Ah, hier ist noch eine Kiste. Ich übersehe hier alles. Sieht alles so gleich aus farblich. Noch einen Saphir. Was haben wir hier? Noch eine Kiste. Oh. Weg mit dir, du hässlicher Knochen. Das nehmen wir definitiv mit. Sehr, sehr cool. Guckt euch. Oh, wie geil. Wir nehmen aber erstmal wieder das da. Und dann geht's zurück. Eigentlich könnten wir uns hin teleportieren, ne? Macht wahrscheinlich mehr Sinn, weil ich glaube, hier ist jetzt nur noch dieses böse, gemeine Skelett. Wenn das überhaupt hier ist. Bist du da? Guten Tag, hallo? Ich sehe es nicht. Ich rieche es auch nicht. Da ist der Teddybär. Kommt es? Oh doch, da ist es. Da ist es! Ich habe Angst vor denen.
Der hat mich so einfach das letzte Mal niedergetrampelt. Da ist aber was. Da ist aber was. Wacht er jetzt auf, wenn ich da hingehe? Oh, wartet. Dich will ich hauen. Die sind so hübsch, ne? Okay, reicht, reicht, reicht. Ist voll okay. So, ablegen. Kaputt machen. Und hier ist noch ein Kistchen drin. Mit einem violetten Rubin. Sehr gut. Konnte man da jetzt von beiden Seiten einfach ran? Wahrscheinlich, ne? Ja. Japp, japp, japp. Gut, dass wir nochmal geguckt haben, würde ich sagen. So, wir holen unser Pferdchen. Ne. Doch, du musst es doch hören. So weit weg bist du gar nicht, mein liebes Pferdchen. Komm schon. Da hinten, ich sehe dich. Ja, es hat mich gehört. Komm her. Jetzt können wir dabei zugucken, wie es zu uns kommt. Du machst das toll, die Landau. Ja. Du bist das beste Pferd. Na komm. Du kannst es schaffen. Jetzt noch über die Brücke. Schön. Na komm. Ja, na komm. Ja, du musst nicht überall dran stoßen. Du schaffst es. Ja, sehr gut gemacht. Toll. Ich glaube, man kann denen ja auch Äpfel geben, ne? Nein, du machst das super. Wir gehen da lang. Jetzt müssen wir nur die Straße lang und dann vor der Brücke rechts abbiegen. Da ist mein Turm, ne? Da müssen wir jetzt einfach nur drauf zureiten. Oh, schade. Sehr gut. Das hätte jetzt auch ganz anders ausgehen können. Das passt. Ja. Bleiben wir bei dem. Ich meine, die werden jetzt nicht so stark sein. Können wir das mitnehmen? Nö. So, du nimmst mal nichts hier. Oh. Du auch nicht. Und du auch nicht. Sehr gut. Unsere Kiste? Kiste? Nein, ach, da hinten ist noch einer. Ja. Macht Sinn. Macht Sinn. Aber der tut uns jetzt auch nichts mehr. Zumindest kann er keine neuen Feinde rufen. Ach, da ist noch einer. Hi. Bam. Du hast auch nichts mehr. Oh, doch, hast du. Ha! So, wir halten uns dir ein bisschen fern. Wir nehmen das mit, weil das voll gut ist. Und nehmen uns hier den Loot noch. Hä? Ist hier noch wer? Hallo? Anscheinend. Aber wo? Ich kann ja noch nicht an die Kiste ran. Hä? Wo ist denn hier noch? Da! Gut, dass da ein Schlag gereicht hat. Sehr schön. Jetzt haben wir die Kiste. Da ist bestimmt auch was Schönes drin. Das können wir mal vorsichtshalber wegwerfen. Jetzt kommen wir hier hin. Guck mal, da leuchten Sachen. Kann ich da einfach... Nö, ne? Boah, die hasse ich, ne? Mein guter Hammer jetzt. Hör mal auf. So. Ja, Leuchtsteinchen. Brauche ich bestimmt auch noch mal für irgendwas. Na komm.
So. Bäm. Oh, jetzt kriege ich den Stab. Sehr cool. War hier irgendwas? Man muss ja immer mal gucken, gell? Hier ist nur ein trauriges, abgebranntes Haus. Nö. Hier ist gar nichts. So. Wir gehen wieder auf den Weg. Wir müssen dann wahrscheinlich da eh durchs Tor. Und ich weiß, dass da was passiert. Ups. Oder hier passiert doch nichts. Okay, stopp. Hier war aber was. Ist hier eine Kiste gewesen? Bestimmt gibt es hier einiges zu holen. Hi! Oh, ich bin wach. Ich schlafe nicht. Ich bete für die Seelen des großen Ritters und der Soldaten, die hier an der Hateno-Festung gefallen sind. Geschnarcht? Das musst du dir eingebildet haben. Willst du vielleicht mit mir zusammen beten? Ja, gerne. Sehr lobenswerte Einstellung für einen jungen Kerl wie dich. Die Hateno-Festung war Hatenos letzte Verteidigungslinie gegen die große Verheerung. Hätte es diesen Ort nicht gegeben, wäre Hateno wahrscheinlich ganz ausgelöscht worden. Deshalb halte ich es für die Pflicht jedes Hylianers, für die Toten zu beten und ihre Heldentaten weiterzuerzählen. Okay. Ich dachte, hier wäre immer irgendwas passiert an der Stelle. Aber ich glaube, erst später, ne, wenn wir eine bestimmte Quest haben, passiert hier was. War ich wieder zu voreilig? Können wir die? Können wir? Ich weiß es halt nicht. Kann ich einfach? Nee. Gib mir das einfach. Dankeschön. Da ist eine Hütte. Wir wimmeln jetzt einfach die Bienen ab. Gehen da rein. So, was ist hier? Hier liegt ein altes Buch. Möchtest du es lesen? Ja. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue im dunklen Licht. Durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Okay. Okay. Verständlich. Was ist los mit dir? Hm, wer bist du denn? Ah, du hast sicher eine Frage zur Archäologie, deswegen wendest du dich an Caleb, Koryphäe der Antikenforschung. Was? Du hast keine Ahnung, wovon ich rede und wer ich überhaupt bin? Ich bin Caleb. Ich habe mein Leben der Erforschung von antiken Schreinen gewidmet. Ich bevorzuge allerdings Magister Caleb oder auch nur Magister, so nennen mich die meisten. Oder sollten sie zumindest. Wie dem auch sei. Ich bin gerade mit dem Entziffern dieser alten Inschrift beschäftigt, daher habe ich keine Zeit für Laiengespräche. Eine alte Inschrift? Lange Jahre lang erforschte ich dieses Thema schon. Das könnte die Entdeckung des Jahrhunderts werden. Daher musste ich ständig auf der Hut vor Thesendieben sein, die sich meiner Arbeit bemächtigen könnten. Nicht einmal meiner Familie kann ich von diesen Forschungen erzählen, verstehst du? Och, bitte, Magister. Magister? Hast du mich gerade Magister genannt? Nicht einfach nur Caleb, sondern Magister? Und es klang auch noch so ehrlich gemeint. Nun, so viel intellektuellen Eifer sollte man natürlich belohnen. Gut, dann gebe ich dir ganz unter uns einen Einblick. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue in dunklem Licht, durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Das ist die Inschrift, die ich zu entschlüsseln versuche. Na, siehst du jetzt ein, dass diese Arbeit den Horizont eines Laien gänzlich übersteigt? Nun weißt du, was ein wahrer Magister leistet. Tagsüber Schreine ausgraben und nachts solche Kopfnüsse knacken. Ich sollte mich nun wirklich wieder meiner Arbeit widmen. Setzen wir das Gespräch ein andermal fort, ja? Okay, was für Waffe? Ja, Schreine. Was war, okay, irgendwo müsste dann jetzt eine verfluchte Statue sein oder so. Und das ging einfach. Ich denke, die war hier irgendwo auch in der Nähe. Aber ja. I don't know. Ich gehe mal noch mal kurz gucken. Da ist noch was. Er läuft da hinten lang. Hm.
könnte uns natürlich hilfreich sein, zu sehen, wo er hinläuft. Hey, bleib stehen. So. Bisschen Schleim mitnehmen. Brauchen wir bestimmt auch noch. Zwei Kisten direkt. Okay. Wir müssen unbedingt unseren Kram verkaufen. Oh. Ja, das war, glaube ich, auch nicht so krass. Nein. So, hier haben wir noch einen Krog, oder? Ja. Ja, haha. Ja. Du hast mich entdeckt. Tschüssi. So. Okay, jetzt gehen wir auf die Suche nach der Statue. Das ist immer so das Blöde. Ich finde Pferde super und Reittiere generell. Ja, auch wieder so eine Mechanik, die echt, echt gut ist. Aber in den meisten Fällen ignoriere ich das, weil ich laufe meistens zu Fuß tatsächlich. Weil ich das Gefühl habe, da kann ich weniger verpassen und kriege mehr mit, was auf meinem Weg so vor sich geht. Wenn ich reite, bin ich dann immer so aufs Pferd konzentriert und muss ja auch gucken, dass es mir gehorcht. Oh, den hätte ich jetzt nehmen können. Habe ich verpeilt. Kommen wir da rüber heimlich, ohne dass wir gesehen werden? Das wäre voll super. Gucken wir mal. Weil wenn wir dahinter stehen, sollte der uns nicht sehen da oben. Oh, komm schon. Okay, das schaffen wir, oder? Sehr gut, sehr gut. Geh da hoch. So sehen wir uns. So sieht er uns nicht. Oh Gott. Wir haben nicht mehr so viele. Das hat gereicht. Ja. Okay, jetzt du da oben noch. Guck mal, die haben sogar Essen für uns. Guck mal, du bist auch schon fast tot. So. Unser Essen. Haha, Grillwild. Das ist genau das, was wir eigentlich gerade brauchen, um unser Leben aufzufüllen. Sehr schön. Sehr schön. So, wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Die guten Pfeile, die sind wichtig. Was haben wir hier? Eichel. Nee, Röstäpfel. Und nochmal hier. Hast du keine Pfeile gedroppt oder so? Liegen die da oben noch? Nö. Schade. Ich hätte gerne noch ein paar Pfeile bekommen. Da! Da ist ein Pfeil. Sehr gut. Hoch mit uns. Noch ein Apfel. Und ein Opal. Ich wüsste trotzdem gern, wo das war mit dieser Statue. Ich dachte, das wäre da bei dem Haus gewesen. Vielleicht habe ich es jetzt auch einfach übersehen schon wieder. Ist ja, kann ja sein. Ich sehe da jetzt gefühlt aber nichts. So, wir schwimmen rüber. Ganz langsam und gediegen. So, wir wollen es zum Turm schaffen. Auf jeden Fall. Das ist uns wichtig. Da hinten ist auch noch was. Oh, es gibt so viel Zeug hier. Hör doch mal auf, mich so voll zu werfen mit Zeug. Gut, du hörst mich. Komm mal hinterher, bitte. Ich muss das irgendwo mal abstellen, wo ich einfach einen Zugriff habe. Der ist hier lang gelaufen, ne? Gucken jetzt einfach mal, ob hier die Statue ist. Ja, hier ist was auf jeden Fall. Oh, eine Maxi-Rübe. Aha, kommt schon. Und du auch. So, der wandert jetzt hier rum. Wir müssen theopraktisch einfach nur warten, bis dunkel ist, was jetzt ein bisschen schwierig ist, weil es noch so hell ist.
in die Hand und da rein. Sehr schön. Die Rätsel sind zum Glück sehr einfach zu verstehen. Das krieg selbst ich hin. Ja, es muss theopraktisch hier dunkel sein. Hier ist jetzt natürlich kein Feuer in der Gegend, ne? Müssen wir selber eins machen. Dann können wir doch mal ausprobieren, wie man ein Feuer macht, oder? So, wir brauchen... Wir machen das mal hier hin. Wir brauchen... Wo ist denn unser Holz? Wir brauchen Holz. Und... Feuerstein. Sehr schön. Und jetzt können wir hier warten? Können wir hier warten? Ah! Ah! Lass mich doch da schnell warten! bis abends. So. Oh, und dann war es wieder aus. Super. Da! Oh. Gott sei Dank. Eine Bockglanze. Ist aber, glaube ich, auch nicht so super gut. So, wir müssen der jetzt zwischen die Augen schießen oder so, ne? Tja, Archäologe, Magister von und zu. Das war jetzt gar nicht so schwer. Aber dann haben wir hier nochmal einen Teleport. Das ist auch schön. Wunderbar. Gucken wir mal, was es hier gibt. Oh, mein Pfeil! Ist der Typ jetzt noch hier? Nö. Wir müssen auch nicht nochmal zu dem zurück. Doch. Oder nee? Nee. Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Unsere Belohnung ist ja quasi der Schrein jetzt, oder? Ich weiß es doch nicht. Es sagt einem ja keiner, ob man da nochmal zurück muss. So. Was gibt's hier? Uff. Da oben ist eine Kiste. Ach du Kacke, Mann. Oh, das wird da nichts für mich, oder? Oh, das wird da nichts für mich. Kann man euch rausmachen? Nein, kann man nicht. Jei. Ich bin verwirrt. Ich bin so verwirrt. Kann ich hier rauf? So. Oh Gott. Dann bin ich fast runtergeflogen, ey. Okay, für Nopal macht man das doch gerne. Oh. Ah, komm schon. Mist. Mist. Warte, wir gehen hier nochmal rauf. Oh Gott. Jetzt warten wir, bis das wieder gerade ist. Ja, wir müssen da hoch, ne? Sollte machbar sein. Das ist alles super gruselig hier. ich fall doch gleich runter. Okay, das, da sind wir gut drauf gekommen. Gut, das haben wir auch geschafft. Mhm. Warte kurz, bitte. Haben wir hier noch irgendwas Blödes? Eigentlich nicht. Ich mag alle... Wobei, das können wir mal weg.
Und dann machen wir das auf. Und nehmen das mit. So. Genau. Alles halb so wild. Alles halb so wild. Wir machen das schon wieder. Okay. 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 Nee, das war doof. Wieso bin ich denn doof jetzt? Oh Gott, aber wir gehen einfach auf das Große wieder drauf, oder? Ich weiß nicht. Oh, ich stell mich wieder an. Oh. Oh Mann, ey. Aber diesmal kriegen wir es hin, oder? Diesmal. Oh Gott. Kriegen wir es hin. Das ist gar nicht meins. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Okay. Jetzt müssen wir einfach nur da hoch. Einfach nur. Mist. Mist. Okay. Oh, okay. Okay, okay, okay. Huhaha. Jetzt müssen wir auf das andere Ding warten und da müssen wir schnell sein, oder? Da. Da ist unsere Treppe. Okay, auf geht's. Los, 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 los. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Sowas hasse ich. Wo man auch noch irgendeine Art von Skill braucht, ey. Aber wir haben alle Kisten aufgemacht, glaube ich. Und wir haben unsere Herzen wieder. Jetzt müssen wir es zum Turm schaffen. Ja, komm, wir haben 20 Minuten locker noch. Ich denke mal, ich werde eh ein bisschen was rausschneiden. War jetzt alles nicht so super spannend, was passiert ist. Ja. Wird. Auf geht's! Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich nochmal zu dem Dude zurück muss. Doch, ne? Da ist ein Ausrufezeichen. Gehen wir nochmal zu dem hin. Schläft er? Nö. Hey, yo! Es wird immer rätselhafter. Dieses neue Mysterium will jedenfalls gründlich erforscht werden. Morgen geht es wieder auf zum Schrein. Aber ich habe das schon gemacht. Ihr habt das schon gemacht. Oder muss der bei dem Schrein sein? Oh, Leute. Ist er jetzt da? Ja. So, ist jetzt die Quest bei dir erledigt, ja? Moment mal, wo kommt denn jetzt dieser Schrein her? Und das, obwohl noch niemand einen Durchbruch bei der Inschriftenanalyse erzielt hat. Archäologisch könnte man das wohl als einen echten Glücksgriff kategorisieren. Das war's. Och, komm, leck mich doch. Ich bin ja extra zu dir gegangen. Jetzt war es nicht gut genug, dass ich zu dir gegangen bin. Dann gehen wir jetzt. Auf. Los. Toll gemacht. Super gesprungen. Wo ist der Turm eigentlich und wie kommen wir da hin? Wir müssen nach oben. Hast du eine Quest? Du siehst so questig aus. Wer bist du? Reisende, nicht übel dein Körperbau und du scheinst mit Schwert und Bogen umgehen zu können. Möchtest du vielleicht der Jägerbande... Nö. Du willst nicht? Warum hörst du dir nicht an, was ich zu sagen habe? Die Jägerbande ist eine kampferprobte Truppe um Meister Koga, die dem Helden Einhalt gebieten will. Dein Leben gehört mir. Lass mich mal absteigen kurz, bitte. Okay. Hast du davon? War sehr nice. Eine Banane! Und ganz viele blaue. Und ein Kopfsammler. Den möchte ich mitnehmen.
Danke sehr. Guck mal, haben wir unseren ersten Jägerbande-Menschen erlegt, wenn man das so sagen kann. So, wir gucken jetzt mal, dass wir irgendwie nach oben kommen. Wenn mein Pferd mich bitte nicht irgendwie anstrengt. So. Da ist unser Turm. Aber wir müssen darüber. Okay. So. Ja. Okay. Ich vergesse manchmal, wie Dinge funktionieren. Bernstein! Okay, Pferdchen weiter. Ups. So. Gehen über die Brücke. Ich sehe auch gerade gar keinen Krug. Bitte stirb hier nicht. So. Das ist noch ein ganz schönes Stück Weg, oder? Sind wir jetzt überhaupt richtig hier? Lasst mich mal alle gerade. Ich muss gucken, ob ich hier richtig bin. Ah! Oh, nicht runterfallen, Ferdi. Du bist mir wichtig. Wie es stirbt. Oh Gott, ich hab Angst. Ich hab Angst um mein Pferd. Geht doch mal alle weg. Wo bin ich denn hier? Hier sind überall Feinde. Hab ich Feinde gesagt? Feinde natürlich. Doch, wir kriegen das hin, oder? Komm, wir müssen hier hoch. Ja. Okay. Wir müssen mein Pferdchen sicher abstellen. Wir stellen es hier hin, okay? Wundervoll. So. Was ist das? Hyrule-Gras. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur da hochkommen. Das sieht ja nicht so schwierig aus, ne? Da sind nur so ein paar Ranken, die uns pieken. Ah, so war das. Genau, wir müssen da uns so durch sie durchschlängeln. Ich habe kein Ausdauerfutter mehr. Ich hätte mir vielleicht mal welches machen können. Aber es sollte trotzdem reichen, oder? Wir müssen halt jetzt einfach geduldig sein. Es dauert jetzt ein bisschen. Das ist okay. Wenn es regnet, kann man hier dann trotzdem klettern? Auf diese Türme? Ich meine, die haben ja theopraktisch so Kerben und Löcher, wo wir uns drin festhalten können. Oh Gott. Oh! Das war unfassbar knapp. Ah, das ist ganz schön weit noch. Aber wir können jetzt hier direkt wieder drauf. Und dann haben wir es fast. Dann können wir da hinten drauf. Ja. Sieht gut aus. Der Turm ist noch gnädig zu uns. Na komm, spring. So. Wir könnten es sogar in einem Rutsch schaffen, oder? Traue ich mich das? Ich glaube nicht. Wir gehen nochmal hier kurz hin. So, jetzt nicht noch pieksen lassen. Kurz, nur kurz ausruhen. So. Und jetzt aber. Jetzt schaffen wir es hoch. Dann haben wir den nächsten Turm. Das ist dann unser dritter Turm insgesamt. Glaube ich, ja. Ja, müsste. Sehr schön. Wir machen Fortschritte. Wir machen gute Fortschritte. Ich bin auch mal sehr gespannt mit den Titanen. Ich erinnere mich daran, dass ich keinen ohne YouTube geschafft habe damals, weil mein Kopf einfach sich geweigert hat. Weil die Karten von denen, diese 3D-Karten, ich meine, ich habe einfach nichts verstanden. Mal gucken, wie das wird. So ganz ohne YouTube für euch diese Titanen zu machen. Aber erstmal haben wir den Turm aktiviert. Ich glaube, von dem Forschungsinstitut, wenn ich mich richtig erinnere, bekommen wir die Fähigkeit, Fotos zu machen? Glaube ich. Und das ist wichtig dann für die Quest von Zelda.
So, nächster Kartenabschnitt. Da habe ich viel zu erkunden. Oh, mir fehlt so viel wahrscheinlich. Okay. Kann ich jetzt mein Pferd von da unten rufen, wenn ich hier runterspringe? Nee, ne? Ist dann einfach weg und ich muss den Rest des Weges laufen. Nehme ich das in Kauf? Boah, da ist noch so ein fettes... Kann ich mein Pferd eigentlich bei so einem Stall wiederholen? Ich meine, es ist jetzt hier bei dem Turm. Also ich würde ja gut wieder hinkommen. Ich würde gern einfach da... Ja, komm. Das schaffen wir jetzt. Da wollen wir hin. Da oben. Da ist das Forschungsinstitut. Mal gucken, wie weit wir kommen mit unserer Ausdauer. Ich hoffe wenigstens bis hier irgendwo hin. Ja, oder? Das schaffen wir. Können uns gleich ein bisschen fallen lassen. Okay, was auch immer das war. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, was das gerade für ein Hänger war. Der hat mich selbst ein bisschen erschreckt. Aber wir schaffen es. Wir müssen hier lang, ne? Ich denke mal, mein Pferd kann ich jetzt gerade einfach mal vergessen. Das steht jetzt da und trauert. Oh. Oder? Was? Vielleicht kommt's doch. Hoffen wir, dass es den Weg zu mir überlebt. Oh nein! Was tut ihr da? Die haben wen angegriffen. Hi, hallo. Geht's dir gut? Wer bist du denn? Na komm, du schaffst es, Pferdchen. Mac ist das. Au, wo sind denn so plötzlich, wo sind die hergekommen? Und genau aus dem Grund habe ich nicht Pilze sammeln gehen wollen. Oh, sie wollte Pilze sammeln. Oh, da ist noch wer. Nett. Wir machen eine Weltreise, um in jeder Region nach Maxi-Trüffeln zu suchen. Und ich weiß sehr gut, wie gefährlich es sein kann, nur zu zweit zu reisen. Aber wenn ich daran denke, wie großartig diese Pilze schmecken, verlieren alle Gefahren ihren Schrecken. Okay, sehr gut. Pferdchen, komm! Pferdchen, komm! I believe in you. Bewegt es sich über... Es bewegt sich. Ja! Oh, wie cool! Es kommt zu mir. Wir gehen mal ein bisschen noch mal entgegen. Hi! Du und du. So, ihr könnt mir nix. Hi, Pferdchen! Weiter geht's. Wir sind fast da. Wir haben es fast geschafft. Wir sind jetzt nur noch hier der Straße folgen. Oh, Dankeschön für die Kurve. So. Wir sind da. Wir haben es in der Folge hingeschafft. Ich bin sehr stolz auf mich. So, wir steigen ab. Hi. Wer da? Ein Eindringling um diese Zeit? Nee, ich bin Reisender. Hm, stimmt schon. Du siehst wie ein ganz normaler Hylianer aus. Unter den Hylianern gibt es nicht viele böse Leute. Tut mir leid, dass ich vorschnelle Schlüsse gezogen habe. Dann geh ruhig weiter. Du bist hier auf der Durchreise, oder? Also wenn du einkaufen willst, wirst du im Krämerladen fündig. Das Gasthaus liegt weiter hinten. Okay. Ja, da ist ein Schrein, den machen wir auch noch. Weil dann können wir in der nächsten Folge ins Institut gehen. Da freue ich mich drauf. Na, erstmal noch ein bisschen umgucken. Wir haben, glaube ich, ein bisschen Zeit. Oh, konnte ich mir hier nicht ein Haus kaufen oder so? Das sind süße Häuschen hier. War das? Das hier war das, gell? War hier, oder? Hier konnte man sich ein Haus kaufen und Sachen ausstellen. Oh mein Gott, ja. Bist du der Questmann? Grah, es regnet. Puh, ein weiterer harter Arbeitstag. Was machst du? Na, das Haus da abreißen. Das Haus, es ist alt und niemand wohnt dort. Also haben die Leute in Hateno beschlossen, es abzureißen. Der ursprüngliche Bewohner ist zum Schloss gegangen und einfach nicht zurückgekommen. Ich will es kaufen.
Da bist du bei mir falsch. Ich kann da gar nichts machen. Wenn du nicht willst, dass die Bude abgerissen wird, musst du schon mit dem Chef selbst sprechen. Okay. Das ist ein süßes Haus, nämlich. Und da kann man so Sachen ausstellen, so coole Waffen, die man findet und so. Und da habe ich richtig Bock drauf, muss ich sagen. Ja, hier will ich wohnen. Den Chef, den suchen wir uns. Auf jeden Fall. So, hier kann man... Was? Oder? Ne, es sah nur kurz so aus, als gäbe es hier irgendwas. So. Es ist ziemlich spät. Ich glaube nicht, dass wir hier jetzt gerade noch irgendwen antreffen. Deswegen einfach mal zum Miyamagana-Schrein. Wenn ich doch nur wüsste, was das alles noch für Schreine waren. Das wäre sehr praktisch tatsächlich. Ich weiß es leider nicht mehr. So. Alles überspringen. Okay. Apparatur. Mhm. Wir wollen da rein. Gut, gehen wir erstmal nach oben und verschaffen uns einen Überblick. Oh ja. Das mochte ich. Das war immer sehr, sehr super. Okay. Okay. Oh. Oh. Ah! Nein! Ich kann das nicht. Habe ich eben noch gesagt, das wäre cool? Vergesst es. Nee, oder? Oh! Oh Gott, das war so nicht geplant. Kannst du von der Kiste bitte runter? Ha! Ha! Ha, 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 ha. Okay, Moment, ich muss richtig drehen. So. Okay, jetzt müssen wir sehr steil, oh Gott, jetzt müssen wir sehr steil gehen und hoffen. Oh nein. Ja, oh mein Gott. We did it. Okay. Wir haben es geschafft. Oh Gott. Ich hoffe, das klappt so. Ja, oh Gott. Eieieiei. So, Kiste, du bist unser. Sehr cool. Och, komm. Wie viel hatte der denn jetzt? Wahrscheinlich kann der jetzt einfach weg. Wir nehmen den. Ja, 10. Nett. Der ist hübsch. So, jetzt geht's zurück. Oh, gut. Gut, wir haben es geschafft. Ja, wir sind die Besten. Wir sind die Coolsten. Oh, wunderbar. Ich habe jetzt echt gedacht, das braucht super lange, bis wir das hinbekommen. Super, 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 super lange. Aber es ging. Wir überspringen das. Yeah, wie viel haben wir jetzt? 3. Sehr gut. So. Wir haben es bis nach Hateno geschafft. Wir haben einen Teleporter hier uns erbaut. Was heißt erbaut? Er spielt. Wir können jetzt jederzeit hierher zurück. Und als nächstes geht's nach da oben, wo der Rauch herkommt, der Qualm, auf den Hügel. Aber erst gucken wir uns hier um. Sehr schön, dann danke ich hier allen fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Tschüssi.